Also mein Name ist Olaf Heute. Ich bin Projektleiter für diese beiden Projekte. Im Hintergrund sieht man das Projekt frei finanzierter Wohnungsbau mit 25 Wohneinheiten. Und der heutige Grund zum Feiern ist ja die Grundsteinlegung bei dem Projekt sozialer Wohnungsbau, wo wir 45 Wohnungseinheiten bauen. Also das Besondere ist natürlich erstmal tatsächlich der Ort, also dass in dieses ehemalige Straßenbahndepot hier, in diese Grube, in dieses Loch, wie Dr. Lärm, der Stadtarchitekt, mal sagte, hier ein Gebäudeensemble hinein zu planen und dann eben auch den Bau betreuen zu dürfen. Das ist schon etwas Besonderes, weil es eine Herausforderung war, dieses Gebäudeensemble, also den Ort vom Straßenbahndepot zum Wohnort umzutransformieren. Und das hoffen wir, wenn es dann mal fertig ist, dann kann man es hoffentlich auch sehen, dass uns das hoffentlich auch gelingt. Klar, also sozialer Wohnungsbau wird ja immer gefordert. Ja, man kann ja Presse, Funk und Fernsehen verfolgen und da ist es immer wieder gefragt, dass Wohnraum an sich schlecht verfügbar ist in Jena und speziell eben auch bezahlbarer Wohnraum. Und da ist das natürlich schon ein Vorzeigeprojekt, ja, dass wir uns da engagieren, dass wir zeigen, man kann auch neuen sozialen Wohnungsbau betreiben. Und insofern ist das Projekt schon sehr wichtig für Jena Wohnen, aber auch für die Stadt. Die Anforderungen an Wohnungsbau sind in Thüringen und in Deutschland natürlich auch verhältnismäßig klar. Das heißt, es muss natürlich also kleine Wohnungen geben, es muss größere Wohnungen geben, es muss barrierefreie Wohnungen geben, es muss Wohnungen geben für Mütter mit Kindern. Und so gibt es hier einen Mix von verschiedensten Wohnungsgrößen und Ansprüchen, bis hin, dass man also auch eine barrierefreie Wohnung wird es also hier auch ebenfalls geben. Also geplant ist, dass es im Frühjahr 2017 fertig wird. Wenn wir so weiterbauen und das Wetter auch so bleibt, dann können wir sicherlich auch etwas eher fertig werden. Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Also was ich vorhin sagte, dass als ich mich für das Vertrauen bedankt habe, das meine ich ernst und ganz wahrhaftig. Also wir sind auch wirklich froh, mit Jena Wohnen zusammenarbeiten zu dürfen.